Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen der GdP, seien Sie herzlich willkommen. Ich werbe bei der Debatte heute doch um ein Stück Besonnenheit, weil wir es mit einer Entscheidung zu tun haben, von der ich sagen würde, wir können sie kaum in einer Art und Weise treffen, die einfach nur gut und richtig ist und die am Ende allen gefallen wird. Das ist ein Fakt. Ich glaube, darum sollten wir hier uns auch bewusst machen, dass es eine wirklich schwierige Entscheidung ist, vor der wir stehen. Wir haben es jetzt momentan, ich komme gleich dazu, was das heißt, wir haben es momentan mit der ersten Lesung zu tun und dem verkürzten Verfahren. Erste Gespräche haben stattgefunden und weitere werden stattfinden. Und ich will doch deutlich machen, dass es sich bei diesem Gesetzentwurf auch um drei Problemkreise handelt, die wir damit berühren. Der erste Problemkreis ist die Frage des Urteils der amtsangemessenen Alimentation von 2004 bis 2014. Und da sage ich hier in diesem Hause auch ganz klar, das betrifft übrigens alle drei Fraktionen, die hier gerade vor mir sitzen. Da braucht sich niemand hinstellen und so tun, als hätte er damit nichts zu tun. Das haben drei Fraktionen zu verantworten, die waren in dieser Zeit in Regierungsverantwortung in unterschiedlichen Konstellationen. Zweitens berührt es die Frage der guten Arbeitsbedingungen. Ja, Herr Breetz, da haben Sie recht. Und ich glaube aber, dass wir mit diesem Gesetzentwurf einen Schritt hin zu guten Arbeitsbedingungen, noch besseren Arbeitsbedingungen gehen. Dem haben Sie ja nicht widersprochen. Und drittens geht es um die Frage von Attraktivität des öffentlichen Dienstes, um den Spagat, den wir immer wieder diskutieren. Und Herr Schmidt hat den ja auch angeführt, dass wir auf der einen Seite eine effektive, schlanke Verwaltung haben wollen. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten das auch. Gleichzeitig es mit steigenden Anforderungen zu tun haben und dem Problem, qualifizierte, gute Nachwuchskräfte zu finden. Dieser Gesetzentwurf ist nun ein Angebot, auf diese Entwicklungen zu reagieren. Ein Angebot, das nicht alle Probleme lösen wird, aber zumindest einen Teil der Probleme angeht. Und es gibt nun viele, die dieses Angebot, wie es vorliegt, begrüßen. Es gibt aber auch welche, die damit Probleme haben. Dazu komme ich auch gleich noch. Zu den Inhalten wurde hier einiges gesagt. Die 1:1-Übernahme, von der ich nochmal betonen will, geht so ein bisschen tatsächlich unter, als wenn das eine Selbstverständlichkeit wäre. Es war in der Vergangenheit keine Selbstverständlichkeit. Für die nächsten 2 Jahre dann diese jeweils 0,5%, die fortlaufend wirken werden. Übrigens auch für alle Pensionäre und Pensionärinnen. Also das ist etwas, was allen Beschäftigten, auch ehemaligen Beschäftigten zugutekommt. Und über die nächsten 10 Jahre finanziell eine Wirkung entfaltet, die im Bereich von über 200 Millionen, der Finanzminister sagte gerade 240 Millionen circa, liegen wird. Wir machen damit den öffentlichen Dienst in Brandenburg attraktiver. Wir sorgen für eine bessere Besoldung für die jetzigen Beschäftigten, für ehemalige Beschäftigte und für alle künftigen Beschäftigten. Aber wir haben auch ein Problem bei diesem Gesetzentwurf. Herr Breetz hat es angesprochen und das hat vor allen Dingen etwas mit einem Vertrauensproblem zu tun. Heute war ja die Mahnwache der GdP vor dem Landtag. Und die Kolleginnen und Kollegen haben mir da, wie auch in den Gesprächen, die wir hier bereits geführt haben, nochmal deutlich gemacht, das Vertrauensproblem besteht unter anderem darin, ob diese Regelung denn tatsächlich Bestand haben wird. Dass wir heute nicht wissen, was in 10 Jahren ist. Ich kann für unsere Fraktion zusagen, niemand von uns, niemand in der Linken hätte vor, irgendeine Art von Rückabwicklung hier zu machen, solange wir mit in Verantwortung sind. Ich glaube, für die SPD kann man das auch sagen. Aber trotzdem kann ich nachvollziehen, dass die Kolleginnen und Kollegen sich fragen, was ist in 10 Jahren? Und deswegen sind wir in der Diskussion zu der Frage der Nachzahlungen. Und ich will auch deutlich machen, dass ich absolut nachvollziehen kann, dass sich, obwohl die Rechtsprechung sagt, diese Nachzahlungen sind nicht notwendig und sind sozusagen, es ist verfassungskonform, was dieser Gesetzentwurf hier macht, kann ich zutiefst nachvollziehen, dass die Rechtsprechung nicht unbedingt etwas mit ihrem Gerechtigkeitsgefühl zu tun hat. Und dass Sie sich schon fragen, wie kann es sein, dass diejenigen, die geklagt haben, jetzt Geld rückwirkend bekommen und diejenigen, die nicht geklagt haben, die sozusagen Vertrauen hatten, dass diejenigen davon nicht profitieren. Und die Alternative, das ist das, was wir jetzt in den nächsten Wochen hier zu diskutieren haben in diesem Hause und die sind Sie, Herr Breetz, übrigens auch schuldig geworden. Sie haben auch gesagt, was Sie hier nicht für richtig halten, wie die Alternative aus Ihrer Sicht aussehe. Dazu haben Sie kein Wort gesagt, weil die Alternative wäre die Rückzahlung und nicht die 0,5% Auflösung nach vorne. Ich glaube, da würden wir andere, die jetzt diesen Weg begrüßen, auf dem Weg dahin wiederum verlieren.
Das müssen wir berücksichtigen. Es wäre keine Heilung der schwierigen Situation im öffentlichen Dienst, keine Attraktivitätssteigerung für die Zukunft, für zukünftige Beschäftigte. Und wir wissen auch, beides wird nicht gehen. Rückwirkend und nach vorne wird beides nicht gehen. Herr Präsident, ich sehe, meine Zeit läuft ab. Gestatten Sie mir noch einen Satz. Möglicherweise haben wir über einen Mittelweg zu diskutieren. Da ist die Frage tatsächlich, wie wir da zum Interessensausgleich kommen. Und ich wiederhole, es gibt dann, glaube ich, auch Personenkreise, deren Interessen dann nicht mehr, denen nicht mehr entsprochen wird. Und wir müssen in Ausschussberatungen jetzt leisten, einen Weg zu finden, der der Gesamtverantwortung für den Haushalt gerecht wird, der der Verantwortung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst gerecht wird und zugleich der Zukunftssicherung des öffentlichen Dienstes in Brandenburg. Und das ist eine schwierige Aufgabe und der werden wir uns mit aller Ernsthaftigkeit stellen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion spricht der Abgeordnete.